So, hallo. Willkommen auf unserer ersten Orgelausfahrt im Rahmen der Stiftung Orgeltest. Und unsere erste Station ist Dischingen auf dem schönen und heute von der Sonne verwöhnten Herzfeld. Wir stehen hier vor der Pfarrkirche St. Johannes Baptist, ein Bau, der ziemlich elegant Spätbarock, Rokoko und Klassizismus in sich vereint. Und die Kirche, die aus dem Jahr 1770, glaube ich, stammt, beherbergt eine Orgel von großem historischen Wert, aber auch von großer Musikalität. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt, wenn wir hintenrum gehen, wie wir das tun, auf die schöne Egau zu, am Haupteingang nachher noch den Organisten Björn Pampuch und unseren Oberorgeltester Thomas Haller finden. Wir sind pünktlich. Ich bin gespannt, ob die anderen auch sind. Im Jahr 1782 fertiggestellte Orgel in St. Johannes Baptist zu Dischingen. Hallo. Ich bin schon ein bisschen der Kollege Penk. So, jetzt begrüßen wir unseren Oberorgeltester Thomas Haller, zuzüglich zu Björn Pampuch, dem Organisten in Dischingen. Und da können wir tatsächlich loslegen. Meine Frage: Warum stehen wir hier? Was macht die Orgel so einzigartig, so wertvoll, wenn jeder von Ihnen mal tatsächlich was dazu sagen könnte? Also besonders an dieser Orgel ist, dass sie extrem viel historische Substanz hat. Die ist ja gebaut 1780, 81 und große und weite Teile des Instruments sind erhalten. Und das macht sie doch sehr besonders. Herr Haller? Sie ist ja wohl die älteste oder zweitälteste Orgel, die wir hier im Landkreis Heidenheim haben. Die Tugendhofener Orgel, weiß man nicht so genau, wie alt sie ist. Aber hier ist es wohl die gesichert älteste mit 1782. Neresheim ist ja 17 Jahre oder 15 Jahre jünger und alle anderen Orgeln, die wir betrachten werden, sind alle sehr viel jünger. Und es ist ja eine wunderbare Gnade, dass sich so ein Instrument hier erhalten konnte. Jetzt habe ich gehört, aber das wird uns nachher Ihr Großvater noch erzählen. Lassen wir Ihnen die. Es gibt eine Zahlensymbolik, die sich wohl darauf gründet, dass der Baumeister dieser Orgel, Josef Höss, ich glaube, das einzige noch spielbare oder erhaltene Instrument, stimmt es? Von es Josef gibt da eine Höss. Relativ große Anzahl von Orgeln, die er erbaut hat, und diese Orgel ist jetzt wohl die am weitestgehendsten erhalten ist. Ochsenhausen, Chororgel, also deren Bozen Prominenz. Bozen hat er eine gebaut, habe ich mir angelesen. In Bozen, in der diese Orgel, die wollte er bauen, 1797, aber vorher verstorben. Vorher sogar, okay. Und fertiggestellt hat sie einen Orgelbauer, der im Schloss Neresheim dann ansässig war später. Aha.
Herr Schultes. So klein ist die Welt. Der Herr Schultes. Der Herr Schultes ist ein gutes Stichwort. Da kommen wir gerade drauf. Da habe ich nämlich, Ihr Großvater hat mir erzählt, der Herr Schultes hat hier für einen unglaublichen Orgelfrevel gesorgt in Dischingen. Und der Herr Pampuch wird uns jetzt zeigen, um was es sich dabei handelt. Es, 1844, haben Sie vorher gesagt, wurden hier sämtliche Pfeifen geköpft, sodass die Orgel ein Jahrhundert lang oder über ein Jahrhundert lang immer einen halben Ton tiefer gelungen hat. Sie offenbar. Klingt ja dann höher, wenn man sie köpft. Oder höher. Das ist das Schöne. Man köpft eine Orgel und dann ist sie höher. Also hat sie einen halben Ton höher geklungen, bis es dann wieder durch Link repariert wurde. Wo steht sie denn jetzt? Sie steht ungefähr auf 440, ein bisschen tiefer. Je nach Jahreszeit und Witterung. Ja. Es ist ja ein durchaus üblicher Vorgang gewesen, dass man im 19. Jahrhundert eine gewisse Nivellierung durchgeführt hat. Nicht umsonst hat man alle Fußmaße abgeschafft und den Meter erfunden und normiert. Und so begann man halt diese unterschiedlichen Tonhöhen, die die Orgeln hatten, aus dem 18. Jahrhundert, da einzunivellieren. Da gab es ja Orgeln, die waren einfach einen Viertelton höher, und da gab es welche, die einen Viertelton tiefer waren. Wir werden das heute in Neresheim sehen. Die steht auf 421 Hertz. 440 ist unser normales. Und es ist durchaus auch möglich gewesen, dass Orgeln auf 465 Hertz standen. Und da ging man dann halt mit dem Messer ran, um das zu nivellieren. Also ein legaler Frevel. Nichts für uns Journalisten, weil uns ist der illegale Frevel viel lieber, weil er marktschreierischer verkauft wird. In Europa, wo jetzt sogar der Krümmungswinkel einer Gurke nivelliert wird, ist es also durchaus ein schon vertrauter Vorgang. Okay, so sehe ich ja schon. Können wir uns das mal anschauen? Weil so ein Audi kann man tatsächlich auch von innen besichtigen. Die besteht nicht nur aus dem Prospekt, sondern aus einem noch reichhaltigeren Innenleben. Und zwar kann man das hier gleich, wenn man reinkommt, ganz gut sehen. Die Pfeifen waren hier abgenommen und wurden dann erst 1985, meine ich, wieder aufgesetzt. Man sieht es auch hier an den Holzpfeifen. Das Messing ist deutlich heller. Genau. Und das Holz auch. Ja, und das sehe ich, hat jemand tatsächlich was mit Bleistift draufgeschrieben. Ein Herr Wagner hat sich da verewigt. Meint es irgendeine Preisangabe? 8 Fuß. Dieses Werk wurde im Jahr 1856 durch... Muss 56 heißen, weil die Links sind 1851 erst aufgetaucht. Durch H.A.R.A.N. Gebrüder Link, Orgelbaumeister, gingen an der Brenz ferne auch die Blasbälge frisch beledert. Wenn hier schon von Belgen beledern die Rede war, kann man die Orgel noch durchtreten, durchs Belge treten spielen? Oder? Das geht an diesem Instrument tatsächlich. Ja. Man kann sich hier bei Stromausfall einen Kalkanten zwangsakquirieren. Okay. Möglichst jemanden, der noch recht fit ist, weil das ist körperlich auf Dauer anstrengend. Und wenn dem Organisten die Luft ausgeht, dann klingt das interessant. Kann man das? Man kann das sehen, aber echt? Das müssen wir erstmal frei machen. Okay. Ich glaube, da müssen wir ganz kurz ausschalten. Kann man was helfen? Kann man dann tatsächlich selber auch was machen? Das hier ist ein Relikt der Opernfestspiele Heidenheim. Das erkenne ich sofort als solches. Bühnenbild Rigoletto 2003. Um das zu demonstrieren, nehmen wir der Orgel zunächst mal den Wind weg. Wir schalten also den Motor aus. Also Strom aus. Und jetzt? Bitte. Mal auf halbe Kraft.
gerade draufgekommen. Es erinnert alles an den Roman Schlafes Bruder. Da wird auch fest die Orgel getreten. Spitze. Von sowas habe ich immer träumt. Macht Herr Kalkan, wenn er mit dem Orgel nicht machen, was sie wollen. War mir ein Vergnügen. Wenn die wollen, dass der gute Mann aufhört, dann hören sie einfach auf. Also es heißt ja, man kann also alle Register ziehen, kommt ja letztendlich aus der Orgelsprache. Jetzt weiß ich gar nicht, kann man tatsächlich an einer Orgel alle Register ziehen, Herr Pambuch? Wie klingt das? Kann man? Da können Sie mal mitmachen und können da alle Register ziehen. Ah. Und was ist denn jetzt ganz laienhaft ausgedrückt ein Register? Was stellen wir uns denn da vor? Da hat es gerade geschnackelt. Der geht wieder rein. Man wird bei einem Orgeltyp dieser Art bestimmt nie alle Register ziehen. Was ist ein Register? Das, also ein Register, ein Register ist eine Familie von Pfeifen unterschiedlicher Länge und gleicher Bauart. Hat damit zu tun, dass ich ja mit einer Orgelpfeife einen einzigen Ton erzeugen kann. Jetzt habe ich aber insgesamt habe ich ja 51 Tasten und die Orgelpfeifen zumindest eine Sorte funktioniert ja genauso wie eine Blockflöte. Und eine Blockflöte kann unterschiedliche Töne erzeugen, weil sie Löcher drin hat. Und so die Luftsäule lang oder kurz machen. Eine Orgelpfeife, die ist fertig gebaut und hat ihre festgefügte Tonlänge und damit auch ihre festgefügte Frequenz. Und wenn ich jetzt mehrere Pfeifen, wenn ich mehrere Töne brauche, dann brauche ich auch mehrere Pfeifen. Wenn ich jetzt hier ein Register ziehe prinzipal 8 Fuß und 51 Tasten habe, dann brauche ich auch 51 Pfeifen. Und diese Familie von 51 Pfeifen gleicher Bauart und somit auch gleichen Klanges nennt man ein Register. Das Besondere hier, für die damalige Zeit zumindest, ist, dass es eine Orgel ist, die zwei Klaviere hat. Das war im 18. Jahrhundert durchaus ein Luxus. Mhm. Denn die großen Orgeln, die wir heute noch aus dem 18. Jahrhundert haben, in den Klöstern, in Neresheim, in Ochsenhausen, das waren absolute Monumentalorgeln, die nur an ganz ausgewählten reichen Orten möglich waren. Wenn man so in die Dorf- und in die Stadtkirchen geht, da war eigentlich die Einmanualigkeit die Regel und dann Zweimanualigkeit schon ein gewisser Luxus. Und es ist schon sehr außergewöhnlich, dass jetzt hier in dieser schönen Kirche ein so großes Orgelwerk zum Stehen kommt. Das hat dann die Leute schon was kosten lassen. Und hier haben wir ja als Hauptregister diesen Prinzipal 8 Fuß, der steht vorne im Prospekt drin. Das ist ein Register, das nicht original ist, weil die Originalpfeifen, die hat man 1917 abgeben müssen. Da gab es einen Erlass der Heeresverwaltung, dass die Prospektpfeifen aus Zinn, dass die für Volk und Vaterland abgegeben werden müssen. Deshalb wurde der abgegeben und dann durch ein Zinkprospekt ersetzt. Und Pfeifen sind der Prospekt, die, also die Schauseite der Orgel quasi, ist das hier oben. Und die wurden nach 1917 in Zink ausgeführt und das hat man dann bei der letzten Restaurierung, die war im Jahre 1985, wurde das dann wieder zurückgemacht durch Zinnpfeifen ersetzt, die einfach die
solchen glänzenden Aussehen haben. Und wenn da jetzt 8 Fuß dran steht, dann heißt es, dass die tiefste Pfeife 8 Fuß lang ist, also eine Größenordnung von ungefähr 2,40 Meter. Und es gehört zum Wesen der Orgel, dass dann dieses Register noch eine Oktave höher vorhanden ist, also halb so lang. Deshalb nennt sie das Oktave 4 Fuß. Und die klingt dann einfach eine Oktave höher. 4 Fuß, 8 Fuß auf der gleichen Taste. Und dann gibt es dann noch den 2 Fuß, der spielt dann eine Oktave höher, weil er halb so lang ist. Und das Schöne ist, dass man bei der Orgel das dann alles mit einem Griff erledigen kann. Ich habe jetzt 3 Oktaven. Beim Klavier müsste ich so drücken. Und dann kommt bei der Orgel noch hinzu, dass noch höhere Oktaven dazukommen und dazu auch Quinten. Das heißt, wenn ich auf ein C drücke, kommt da auch der Ton G und C gemischt vor. Hier drin und dann noch höher da drin. Zusammen gibt es diesen brillanten Klang, den wir von der Orgel so kennen. Ist die Trompete drauf? Hier ist die Trompete drauf. Ja, ist sie. Ist hier. Geht's, hä? Also sie geht, aber sie wird nicht mitklingen. Da man nicht nur diesen brillanten Klang braucht, sondern auch andere Klänge, die eher flötenhaft sind oder streicherhaft, hat man im Orgelbau des 18. Jahrhunderts noch die sogenannten unterscheidlichen hinzugefügt, die nicht diesen starken Prinzipalklang haben, sondern hat zum Beispiel einen eher streicherhaften Klang benutzt. Oder den flötenhaften Klang. Oder eine gedeckte Pfeife, da ist ein Deckel drauf, deshalb werden die Obertöne beeinflusst. Selbigen dann ganz brillant, 2 Oktaven höher. Interessant ist, dass hier das normale Verfahren, dass man auf dem ersten Klavier diesen vollständigen Aufbau 8-4-2 Mixtur, der diesen brillanten Klang bringt. Normalerweise wird der eine Oktave höher auf einem anderen Klavier abgebildet, aber das ist jetzt hier nicht so. Da ist diese Orgel fürs 18. Jahrhundert relativ modern, denn die macht das zweite Klavier, was hier jetzt das erste ist, sozusagen als Farbwerk, wo sehr viele unterscheidliche drauf sind, die nicht aus dem prinzipalischen, also aus diesem starken Bereich kommen, sondern eher aus dem lieblichen,
Bereich. Hier also ein Salicinol. Das ist eine Weidenpfeife. In der katholischen Messe ganz dringend braucht. Denn man braucht ja nicht nur eine starke Musik zum Ein- und Auszug, sondern es gibt ja andere liturgische Orte, wo man eher so die weichen Klänge in Anwendung hat. Dieses Register Trompete ist im süddeutschen Bereich relativ selten und wird eigentlich immer erst so ab 14 Register verwendet. Das ist jetzt eine Bauart einer Pfeife, die nicht wie eine Blockflöte funktioniert, sondern da wird der Ton durch eine schwingende Metallzunge erzeugt. Und diese schwingende Metallzunge, die ähnlich wie der Klarinette oder der Saxophon auf eine Kehle aufschlägt, die gibt dann so diesen schnarrenden Klang, weswegen diese Register ja dann auch sehr gerne Schnarrwerke heißen. In Süddeutschland relativ selten, in Frankreich gerne gebaut. Gletscherbrise. Ach witzig. Orgelbauers Schnupfereck. Gar nicht gefragt. So, gehen wir mal zum Handbuch. Ja. Senior runter. Vorher zählen wir die Orgelpfeife und machen eine gematrische Analyse des Namens Josef Hüss. Also jetzt haben wir die große Freude und auch für mich eine Ehre, dem Herrn Bernhard Pampuch zu begegnen, der hier länger als alle anderen seiner Vorgänger als Organist tätig war in Dischingen, nämlich 57 Jahre. Und jetzt hat er, weil er nicht mehr ganz so gut zu Fuß ist und die 51 Treppen zur Orgel nicht mehr hochkommt, das Organistenamt seinem Enkel vererbt, den wir ja schon kennengelernt haben, hat sich aber heute tatsächlich hierher begeben, um uns eine ganz große Besonderheit dieser Hössorgel in Dischingen zu erklären. Jetzt, Herr Pampuch, sind Sie dran. Ja, bei Studien im Archiv des Fürstlich von Thurn und Taxischen Hauses fiel mir ein Brief in die Hände, der verfasst war, also wir sind jetzt im Jahr 1772 oder 82, der verfasst war von dem Orgelmacher Josef Hüss, der damals die Orgel in Dischingen gebaut hat, im Auftrag des Fürsten, und ist jetzt die einzige noch vollständig erhaltene und auch spielbare Orgel. Und ich bin auf einen Brief gestoßen, wo der Josef Hüss, der Orgelbauer, den Fürsten, ich übertreibe jetzt ein bisschen, auf den Knien seines Herzens bittet, ihm doch ein von ihm gebautes 17. Register in der Orgel zu bezahlen,
Der Fürst hatte aber nur 16 bestellt. Und ich fürchte, dass der Fürst dieses Register nicht bezahlt hat. Ich bestehe leider keine Unterlagen darüber. Aber wie ich den Fürsten nicht gekannt habe, aber annehme, dass er war nämlich sehr darauf bedacht, seinen übergroßen Reichtum, er war wohl der reichste Mann im ganzen Reiche, reich und reich, guter Zusammenhang, der hat diese wahrscheinlich ganz schöne, stolze Summe, damals rechnete man ja mit Gulden, nicht bezahlt. Was ich nicht bestellt habe, bezahle ich auch nicht. Und dann kam ich drauf und habe schon damals viel gezählt gehabt bei Johann Sebastian Bach, um die Zahlensymbolik, die im 18. Jahrhundert weit verbreitet war. Der Bach hat zum Beispiel seinen Namen in Zahlen verschlüsselt, in seine Werke gelegt. Und was mich immer besonders ergreift, ist in seine Sterbemusik. Vor deinen Thron trete ich hiermit und dich, Gott, demütiglich bitt, verstoß mich, armen Sünder, nicht von deinem gnädigen Angesicht. Und der Josef Höss hat es dem Bach nachgemacht, nur legte er seinen Namen in Zahlen verschlüsselt in seine Orgel. Und zwar ist das so zu verstehen, erstens, damals galt I und J als ein Buchstabe. Wenn man das nicht weiß, kommt man an der, geht man an der Zahlensymbolik vorbei. Da müssen wir jetzt ein bisschen zählen. A, B, C, D, E, F, G, H. Höss fängt mit A an, also geht es um 8 Buchstaben. Und dann I und J, ein Buchstabe, 9, Johann, Josef, J. Also geht es in der Orgel um J und H, also um den 8. und 9. Buchstaben. Und diese 2 Buchstaben erscheinen auf Schritt und Tritt in dieser Orgel. Das ist also ganz erstaunlich und auch bewundernswert. Habt ihr gerade so eine Postkarte? Ja, ich habe die mal aufnehmen lassen. Da sieht man also die Höss-Orgel. Der Name ist drin im Mittelteil. Also wenn man anfängt zählen, sind da 8 und da 8 Register für H, gleich Höss. Und in der Mitte sind 9 für J gleich Josef. Und in diesem großen Feld sind 8 und 9, nämlich 17. Und da hat jetzt die Orgel, das ist ganz verblüffend und schön, 17 Register. Ja, aber der Fürst hat ja bloß 16 bestellt. Ja, er hat, der Höss hat die 17. gebaut, weil sonst keine Zahlensymbolik gegeben hätte. Und wenn man dann zählt, wie viele Register es hat, wie viele Register hat die Orgel? 17. Wie viel? 17! Was? Das ist ja toll kühn. Und zwar im oberen Manual sind 8 Register. Im unteren Manual sind 5 und im Bass 4 im Pedal. Also gibt es wieder 8 und 9 ist 17. Jetzt sage ich nichts mehr, weil ich stolz bin auf meine Entdeckung. Und das soll man nicht sein. Vielen Dank, Herr Pfannbuch. So viel zur Zahlensymbolik hier in Dischingen. So, ja, Bilanz. So, eine Bilanz. Sie ja. Müssen auch eine Bilanz ziehen, Sie als Erstes. Ich bin immer tierisch irritiert von meinen Apparaten. Ich auch, aber ich eher von denen.
Guck mal. Pünktlich zum Mittagsläuten sind wir hier in Tischingen fertig. Sehr durchgefroren. Da drin war es knapp über dem Gefrierpunkt. Da sind wir jetzt 1,5 Stunden. Und sind aber zufrieden, weil wir haben tatsächlich ein ganz besonderes Instrument kennengelernt. Oder Herr Haller? Kann man so sagen. Eines, das uns Geschichte erzählt. Ein Instrument, das uns sehr viel Geschichte erzählt. Wir haben ja jetzt einen Teil der Geschichte nicht erwähnt, nämlich die ganze Genese und wie es dem Instrument ergangen ist. Denn es wurde ja 1782 gebaut und hatte natürlich einen gewissen natürlichen Verfall. Und 1939 hat man ja gemeint, man hätte es jetzt großartig wieder renoviert, aber wahrscheinlich mehr kaputt gemacht als gut gemacht. Und 1985 wurde ja da eine Restaurierung durchgeführt. Und es wäre jetzt eigentlich ganz interessant, mal eine richtige Bestandsaufnahme zu machen. Was ist jetzt bauzeitlich? Was wurde wann hinzugefügt? Und wie viel ist jetzt wirklich noch übrig von dem bauzeitlichen Bestand? Ja, und vor allen Dingen ein Sachverhalt, den man sich ja nicht herleiten kann, ist, wie war es der Klang vor 200 Jahren? Weil der Klang vor 200 Jahren hat mit dem heutigen Klang wahrscheinlich nicht so viel zu tun.